Ja, herzlich willkommen, schönen guten Abend zum Gespräch heute. Ich freue mich sehr, dass Marina Weißband und Elisabeth Schilly heute Abend hier sind. Und ich freue mich natürlich, dass Sie mit dabei sind an diesem schon ein bisschen späten Freitagabend, dass wir nochmal zusammenkommen am Ende der Woche, um über ein Thema zu sprechen, das uns viele von uns im Moment ganz besonders beschäftigt, nämlich die Frage, wie sich gerade das Bildungssystem verändert und was das bedeutet. Und da steht natürlich die Frage nach der digitalen Bildung und ihrer Rolle, die sie für eine zukunftsfähige Gesellschaft spielen kann, besonders im Vordergrund. Deswegen passt es vielleicht auch ganz gut, dass wir uns in diesem digitalen Format treffen, das wir ja alle schon ganz gut gewöhnt sind mittlerweile. Die allermeisten werden es wissen, aber vielleicht kurz. Mein Name ist Petra Olschowski. Ich bin Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Und ich kandidiere jetzt im Wahlkampf für die Grünen in Stuttgart im Wahlkreis 4. Und auch für uns ist natürlich das Bildungsthema spielt eine große Rolle, wie für fast alle Parteien, die sich gerade Gedanken darüber machen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Ich freue mich sehr, dass Marina Weißband heute hier sein kann. Sie ist Diplompsychologin und, wie man sagt, Expertin für digitale Partizipation und Bildung. In dem Bereich publiziert sie auch viel und ist vielen von Ihnen bekannt. Es ist insofern auch kein Wunder, dass sie gerade in diesen Wochen und Monaten eine begehrte Gesprächspartnerin ist. Sie war 2011 bis 12 politische Geschäftsführerin der Piratenpartei in Deutschland. Heute engagiert sie sich bei den Grünen in den Bereichen Digitalisierung und Bildung. Seit 2014, und darüber haben wir gerade tatsächlich kurz im Vorgespräch gesprochen, leitet sie bei Politik Digital e.V. das Projekt Aula, ein Konzept zur politischen Bildung und, wie es heißt, liquid demokratischen Beteiligung von Jugendlichen an den Regeln und Angelegenheiten ihrer Schulen und außerschulischen Organisationen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachher das Gefühl haben, Sie wollen Aula gerne unterstützen, dann können Sie das im Moment auch tun, indem Sie ein Objekt, ein künstlerisches Objekt von Marina Weißband online steigern zugunsten auf der eBay-Plattform zugunsten von Aula. Vielleicht kommen wir darauf nachher nochmal zu sprechen. Außerdem kennen viele von Ihnen sie als regelmäßige Moderatorin ihrer Radiokolumne oder Sprecherin und Entwerferin und Schreiberin der Radiokolumne beim Deutschlandfunk. Und wie gesagt, nebenher beschäftigt sie sich auch mit Kunst und Kultur, was mir natürlich ganz besonders gut gefällt. Und es heißt sehr schön auf Ihrer Website, Ihr Wohnort ist der ICE zwischen Münster und Berlin. Und irgendwo dazwischen haben wir Sie jetzt aufgesammelt und nach Stuttgart übertragen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, liebe Marina Weißband, dass wir heute reden können. Hi, Ebenfalls Simon. sehr begehrte Gesprächspartnerin in diesen Tagen ist Elisabeth Schilly. Sie ist die Pressesprecherin des Landesschülerbeirats in Baden-Württemberg. Gerade in der 12. Klasse macht sie in diesem Frühjahr Frühsommer ihr Abitur. Umso mehr Respekt habe ich davor, dass sie sich im Moment ganz intensiv in verschiedenen Gesprächsforen einbringt und darüber diskutiert, was gerade die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern an den Schulen sind. Ich vermute, liebe Elisabeth Schilly, das haben Sie sich auch mal anders gedacht, als Sie zur Pressesprecherin des Landesschülerbeirats gewählt wurden, dass Sie jetzt in den Tageszeitungen und bei verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten und bei der Kultusministerin und bei allen möglichen Menschen sitzen und mit ihnen darüber reden, was die Erfahrung ist, die Schülerinnen und Schüler gerade machen. Also, ich bin ganz arg froh, dass Sie sich auch heute Abend für uns nochmal Zeit genommen haben. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ja, wir haben uns gedacht, dass wir etwa eine Stunde miteinander reden. Und ich möchte gleich sagen, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt auch die Möglichkeit, natürlich uns im Chat auch Fragen zu stellen. Ich habe heute so ein bisschen die Moderatorenrolle und werde auch gucken, dass ich den Chat verfolge. Sollte uns eine der Fragen untergehen, versichere ich Ihnen, dass wir das nochmal nachreichen. Ich versuche darauf zu achten und es einzubinden, wo es ins Gespräch passt. Also beteiligen Sie sich gern an unserer Diskussion. Und ich würde tatsächlich ganz ohne eine große Einführung, weil uns, glaube ich, allen die Brisanz des Themas klar ist, es ist auch klar, was im letzten Jahr passiert ist,
Es ist auch, glaube ich, deutlich geworden, was in den Jahren davor versäumt worden ist. Deswegen glaube ich, kann ich mir diese Allgemeinheiten sparen und wir können, glaube ich, gleich loslegen. Ich glaube, auch da sind wir uns wahrscheinlich einig zu dritt, dass wenn wir über digitale Bildung sprechen, wir nicht nur von Schule sprechen. Aber ich würde jetzt vielleicht trotzdem im Moment mal im ersten Teil damit anfangen, damit wir einen Startpunkt haben. Liebe Marina Weißband, Sie haben, wir werden da heute Abend öfter mal drauf zu sprechen kommen, in der Vorbereitung für das Grundsatzpapier der Grünen 5 Thesen zur Bildung im 21. Jahrhundert formuliert. Und eine dieser Thesen lautet, dass die Digitalisierung der große Verstärker ist. Jetzt sagt man das ja auch von Corona, dass es ein Beschleuniger ist. Kann man sich das so vorstellen, dass Corona der große Verstärker der Digitalisierung ist, die an sich selbst auch schon wieder ein Verstärker ist und dass das vielleicht auch ein bisschen deutlich macht, dass wir es gerade mit so einer sehr komplexen Situation zu tun haben, in der einerseits viel passiert, aber man sich eben auch manchmal überfordert fühlt, weil vielleicht zwei Dynamiken gerade aufeinandertreffen. Funktioniert das Bild, kann man das so sagen? Ich hoffe nicht, dass es 1:1 so ist, denn Digitalisierung hat ein völlig anderes historisches Format als die Corona-Krise. Das, was wir uns unter guter digitaler Bildung vorstellen, ist nicht, und man darf nicht müde werden, das zu betonen, ist nicht Corona-Digi-Fernunterricht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, dass auch digitaler Unterricht der Zukunft immer den Präsenzunterricht haben wird. Der wird immer das Schulgebäude als Gebäude haben. Aber viele Dinge werden sich dennoch radikal darin verändern. Aber der Schlüssel ist nicht, dass man lernen kann auf Distanz notwendigerweise. Das ist sicherlich ein nützliches Element, wenn wir zum Beispiel Fremdsprachen mit MuttersprachlerInnen lernen wollen. Warum tun wir das nicht seit Jahren? Aber die Frage, warum digitalisieren wir eigentlich Schule, finde ich, sollte nochmal gestellt werden. Weil oft wird das so ein bisschen diskutiert mit, ja, das Digitale ist ja da, dann muss es ja auch irgendwie an der Schule sein. Und dann kommen Lehrer und fragen nach dem Mehrwert. Und ich finde, die ganze Debatte geht in eine falsche Richtung, sondern die Frage ist nicht, wie kriegen wir dieses Digitalisierung in dieses Bildung, sondern wie machen wir Bildung für eine digitalisierte Welt? Was für eine Welt begegnen SchülerInnen, die jetzt von der Schule abgehen, die wir auf Berufe vorbereiten, die es noch gar nicht gibt, die mächtiger sind als jede Generation vor ihnen? Wir haben mit der Digitalisierung der Kommunikation im Prinzip den Buchdruck neu erfunden. Anstatt dass einer, der eine Buchdruckpresse hat, jetzt zu vielen kommunizieren kann, hat praktisch jeder eine Druckerpresse Deluxe in der Tasche, wo man multimedial sofort zu vielen kommunizieren kann, sich vernetzen kann. Nach der Erfindung des Buchdrucks hatten wir riesige kulturelle Veränderungen, die ganze Aufklärung. Und folglich nach der Erfindung nicht der einer zu viele Kommunikation, sondern der viele zu viele Kommunikation, werden wir nichts Geringeres haben als eine zweite Welle der Aufklärung. Also muss die Schule sich daran anpassen. Was muss die Schule leisten? Schule muss handeln, lehren. Also, dass in einem Universum, wo ich auf alles Wissen zugreifen kann, wo ich mich mit jedem vernetzen kann, wo mir alles im Prinzip zu Füßen liegt, aber gleichzeitig stellt dieses System natürlich auch eine Verstärkung von Überwachungsstrukturen, von Radikalität, von Abkapselung, von Subkulturen, ja, und mit so großen Chancen und so großen Gefahren konfrontiert. Was muss ich können? Ich muss Komplexität verstehen und aushalten können. Ich muss mir Ziele setzen können. Ich muss diese Ziele erreichen können, kreative Wege dazu finden. Ich muss auf meine Mitmenschen achten. Ich muss mit ihnen kommunizieren können. Ich muss mit ihnen zusammenarbeiten können. Und ich muss Verantwortung für mich und andere tragen. Und dann stellt sich mir die Frage, ist das etwas, das die Schule ausreichend beibringt? Um das beizubringen, werden wir zweifelsohne digitale Mittel brauchen, alleine schon, weil SchülerInnen sich bewegen können müssen in dieser Welt. Aber in erster Linie ist das eine soziale Aufgabe. Und in erster Linie ist das eine Aufgabe von Übung. Denn ich lerne ja nur handeln und ich lerne nur Verantwortung zu tragen, wenn man mir diese Verantwortung auch gibt. Weil wenn ich nur theoretisch erklärt bekomme, du musst sie irgendwann tragen, dann lerne ich das nicht. So funktionieren Menschen einfach nicht. Das heißt, meine Frage ist, wie viel Verantwortung tragen SchülerInnen aktuell?
Wie stark können Sie im Moment Ihren eigenen Lehralltag gestalten und Ihren Lernalltag, Ihr Leben? Und worauf lernen Sie eigentlich hin? Und wenn Sie auf Prüfungen lernen, und ich bin sehr, sehr froh, wenn Frau Schiele mir gleich zustimmt oder widerspricht oder ihre Meinung sagt, Schule soll uns beibringen, Kommunikation, Zusammenarbeit, Kreativität, kritisches Denken, die berühmten 4K. Aber wenn wir die anwenden in der Situation, die prüft, ob wir das gelernt haben, was wir lernen sollten, also die Prüfung, zum Beispiel die Abi-Prüfung, dann ist das ein Betrugsversuch, wenn ich da versuche zu kommunizieren oder zusammenzuarbeiten. Und dann ist die Frage, ist das zeitgemäß? Ist das etwas, das wir unverändert zulassen können? Oder tun wir eigentlich gerade einen ganz großen Missdienst an einer ganzen Generation und an Folgegenerationen, denen wir nicht das beibringen, was sie brauchen, sondern das beibringen, was das tradierte Schulsystem halt so noch mitschleppt an historischen Gewohnheiten? Ja, Sie haben den Bogen gleich total aufgemacht. Ich will trotzdem noch mal, reinhaken, weil tatsächlich glaube ich, dass Corona ja auch mehr ist, als es uns zwingt, Homeschooling zu machen. Also wenn man das jetzt, wenn man auch das aufmacht, könnte man sagen, auch diese Krise lehrt uns, dass wir mit bestimmten Dingen in unserer Gesellschaft eigentlich anders umgehen müssen. Und manche Begriffe, die Sie gewählt haben, spielen, glaube ich, für den Umgang mit der Krisenbewältigung genauso eine vergleichbare Rolle. Also insofern würde ich auch die Krise nicht nur als was ansehen, das uns jetzt dazu bringt, dass wir mit Schülerinnen darüber leider ihnen sozusagen in, sie in eine Situation bringen, in der ihr normaler Schulalltag nicht mehr funktioniert, sondern auch das ist ja eine Krisensituation, die uns andere Fragen stellt, weswegen wir uns das Digitale vielleicht auch nochmal anders angucken. Nicht nur, weil es uns jetzt hilft, bestimmte Probleme zu lösen, sondern weil es auch bestimmte Situationen nochmal, ebenso wie eben die Pandemie, vielleicht deutlicher macht. Aber ich glaube, ein wichtiges Stichwort, Frau Schilly, war das Stichwort, ob Schülerinnen und Schüler ihren Lehralltag gestalten können und wie sie ihn gestalten können. Und das ist vielleicht gerade in der aktuellen Situation eine ganz besondere Lage. Ich habe ja gerade schon gesagt, Sie machen Ihr Abi und Sie weisen ja in den Gesprächen, die Sie führen, auch immer wieder gerade darauf hin, dass Sie eigentlich Glück haben und ich sage mal, diese pragmatischen Abläufe, über die wir ja auch reden, bei Ihnen ganz gut funktionieren. Aber vielleicht können Sie was zu dem sagen, was Marina Weißband gerade gesagt hat, in der Hinsicht, ob Schülerinnen und Schüler Verantwortung lernen und ihren Schulalltag, ihren Lehr- und Lernalltag gestalten können. Ja. Ich bin auch ganz abrupt von dem Riesenbogen. Genau. Ich glaube, gerade ist ganz unterschiedlich, wie Schülerinnen und Schüler ihren Lernalltag gerade selber gestalten können. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Die Situation ist einfach wahnsinnig differenziert. Ich zum Beispiel habe viel Glück gehabt an meiner Schule. Wir haben relativ schnell ein funktionierendes System hinbekommen. Wir haben das tatsächlich auch vor der Corona-Krise schon eingeführt, um einen ständigen Kommunikationsweg tatsächlich zu haben zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern. Deshalb war das Ganze auch schon ein bisschen vertraut. Ich glaube, das hat uns auch wirklich einen kleinen Vorsprung gegeben. Dann hatte ich wahnsinnig viele Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich bereit waren, sich auf das System einzulassen, die wirklich neue Sachen gelernt haben, da auch viel Eigeninitiative reingesteckt haben. Von dem her bin ich eigentlich noch eine, wo ich sag, oder eine von denen, und noch ruhig sagen kann, okay, bei mir läuft es eigentlich gut. Ich glaube, ich kann schon ziemlich viel selbstbestimmt lernen und ich glaube, mir hilft gerade digitales Lernen auch wahnsinnig dadurch, dass einfach viele Lehrerinnen und Lehrer bei uns erkannt haben, was tatsächlich für Chancen drinstecken, dass man halt nicht nur per E-Mail die Aufgaben schickt und wieder dann quasi die Ergebnisse sich abholt, wenn überhaupt, sondern dass da quasi viel mehr möglich ist. Ich glaube aber, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt mittlerweile Klassen, die wahnsinnig weit sind. Also es gibt ja auch mittlerweile Tablet-Klassen. Es gibt Schulen, die sich wirklich darauf fokussiert haben, die gesagt haben, okay, wir möchten schauen, wie kann man Digitalisierung an der Schule wirklich sinnvoll umsetzen. Da gibt es quasi diese Modellklassen, die schon sehr weit sind. Aber Sie haben das schon ganz richtig gesagt, Frau Oschowski, dass Corona das Ganze schon jetzt nochmal, ich würde nicht sagen, dass uns belehrt hat, eher so ziemlich gewaltsam wachgerüttelt hat, aber vielleicht war auch das, was wir gebraucht haben. Und ich glaube, dass deshalb das Ganze gerade enorm beschleunigt wird.
Allgemein muss ich sagen, Digitalisierung an Schule. Ich fand eigentlich den Impuls, Frau Wassmann, den Sie gegeben haben, wahnsinnig wertvoll. Nicht nur Geräte zu bedienen, sondern wirklich zu wissen, wie man damit umgeht. Also wirklich zu wissen, wie gehe ich mit Digitalisierung um. Ich fand es ganz wichtig, weil ganz oft versteht man irgendwie momentan an der Schule unter digitaler Bildung oder digitaler Aufklärung immer noch, ich muss einfach wissen, wie bediene ich die Microsoft-Programme und sobald ich eine Excel-Tabelle erstellen kann, dann habe ich es eigentlich geschafft. Eine PowerPoint muss ich vielleicht noch können und dann bin ich eigentlich ausgestattet für meinen digitalen Alltag. Und das ist natürlich heutzutage ein absolutes Trugbild, wenn man sieht, wo Schülerinnen und Schüler oder allgemein Kinder und Jugendliche gerade auch außerhalb der Schule in Berührung kommen mit Digitalisierung, in Berührung kommen mit Medien. Sie haben das schon gesagt, diese riesige Möglichkeit, mit allem plötzlich zu kommunizieren, überall Informationen herzuholen. Man sieht es ja auch ganz, gerade während der Krise ganz stark, wie schnell Leute abrutschen können in eine Bubble und plötzlich nur noch eine Informationsquelle tatsächlich oder einen Kreis von Informationsquellen sich zu Rate ziehen. Und ich glaube, das sind einfach gerade viele, viele Gefahren und auch viele neue Kompetenzen, die eigentlich so noch gar nicht verankert sind in der Schule jetzt. Ich glaube, da sind wir schon noch deutlich hinterher, eben nicht nur was das Bedienen angeht, sondern auch, wie man damit umgeht und auch wie Jugendliche damit umgehen können. Also ich hatte zum Beispiel, ich glaube, ich hatte ITG-Unterricht, hieß es bei mir noch, so Informatik-Technik-Unterricht, hatte ich, glaube ich, 2, 3 Jahre, da habe ich auch gelernt, wie man bei Word was kursiv schreibt und so. Also mehr noch in die Richtung. Und tatsächlich, wirklich später habe ich mir immer gedacht, also so viel mehr weiß ich jetzt gar nicht. Hat man sich irgendwie so außerhalb angeeignet? Hat man irgendwie bei der Familie sich angeschaut? Aber ich glaube, da haben Sie wirklich noch eine große Lücke angesprochen, wo wir auf jeden Fall noch besser werden müssen und wo es gerade noch ganz viele Gefahren gibt, definitiv. Ich hatte vor Anfang Januar Gespräche mit Jugendlichen und auch mit Lehrerinnen und Lehrern zur Situation und es gab eigentlich eine ganz interessante Anmerkung einer sehr jungen Lehrerin, die gesagt hat, naja, wir denken immer, Menschen wie Sie, Frau Schilly, und eigentlich auch wie Marina Weißband sind Digital Natives. Und wir benutzen diesen Begriff, als wäre damit verbunden, dass im genetischen Material automatisch der Umgang und das Wissen mit der Digitalisierung verbunden ist. Und das ist natürlich Unsinn. Aber es gibt so ein bisschen diese Situation, naja, Sie sind ja damit aufgewachsen, also können Sie damit nicht jetzt eben nur technisch, sondern auch in anderer Hinsicht umgehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Trugbild, das sich eben gerade zeigt und wirft aber auch wieder einen Blick zurück auf die Lehrerinnen und Lehrer, denn eine andere Lehrerin in dem Zusammenhang hat gesagt, unsere Digitalisierungskonzepte sind entwickelt worden von Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was Digitalisierung überhaupt bedeutet. Und das heißt, wir haben eigentlich an zwei Enden eine Problematik, Frau Weißband, bei dem Feld, das Sie aufmachen in dem sehr großen Bildungsbegriff. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das so sehen, weil es ja auch wirklich alle gesellschaftlichen Bereiche umfasst, bedeutet es doch, dass die ganzen Rahmenbedingungen, die wir haben, genauso umfassend neu gedacht werden müssen, wie die Digitalisierung unsere Welt umfassend neu gestaltet, oder? Ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich in so eine Diskussion erstmal einsteige und alle mit der Perspektive des 18. Jahrhunderts erschlage, weil ich habe die Befürchtung, dass wir tatsächlich einen sehr ernsten institutionellen Wandel vor uns haben, wenn wir als Gesellschaft eine freie Gesellschaft und eine demokratische Gesellschaft bleiben wollen. Wir müssen uns wandeln, damit bestimmte Dinge so bleiben. Denn ich beobachte, und das hat Corona auch nochmal sehr scharf gezeigt, wie Sie richtig gesagt haben, dass uns bestimmte Dinge wichtiger sind als Entwicklung und Bildungsgerechtigkeit und angemessene Bildung. Und das ist Angst vor Störung in den Betriebsabläufen. Wir haben eigentlich mehr Angst davor, irgendwie unsere althergebrachten Strukturen zu brechen, als dass wir bestimmte Leute auf der Strecke lassen. Und das habe ich ganz deutlich gemerkt im Herbst, als ich mich sehr, sehr stark nach vorne gewagt habe mit einem Konzept dezentraler Betreuung. Da ging es die ganze Zeit, dieser Streit, Schulen auf oder Schulen zu. Und die ganzen Schule-Auf-Befürworter haben gesagt, ja, aber dann Bildungsgerechtigkeit. Dann bleiben ja Kinder auf der Strecke, die sich kein Endgerät leisten können. Erstens, ich halte die Endgeräte-Debatte inzwischen für eine Scheindebatte. Ich kenne kaum Jugendliche, die wirklich keinen Zugriff zu irgendeinem Endgerät hätten. Und wenn doch, dann ist das Problem eigentlich sehr trivial zu lösen.
Das ist nicht das große Ungerechtigkeitsproblem. Aber natürlich hat man Jugendliche, die sitzen zu zweit, zu dritt in einem Zimmer, die haben nur ein Gerät, das sie sich teilen müssen, die haben kein WLAN zu Hause oder es kann zu Hause keine Betreuung gewährleistet werden. Und für die brauchten wir Hilfe. Und mein Ansatz war, anstatt jetzt alle in den Präsenzunterricht zu zwingen, lasst uns doch dezentrale Betreuung machen. Lasst uns doch kommunale Räume mit schulischen Räumen vernetzen. Lasst uns stabile Kleinlerngruppen von Jugendlichen in die Kirchen, in die leerstehenden Hotels und Restaurants, in die Gemeinderäume, in Büros. Und dort können dann immer so drei ja, zusammen Unterricht machen und werden betreut, zum Beispiel von einer von LehramtsstudentInnen im Praxisjahr. Das ist eine ganz pragmatische Lösung. Nichts daran ist völlig utopisch. Ja, es ist etwas, das sich relativ leicht organisieren ließe. Es gab so einen großen Widerstand dagegen, diese Öffnung und Vernetzung herzustellen. Weil dann wieder ne, Verantwortlichkeitsfragen, Haftungsfragen, 10.000 Gründe, warum das alles nicht geht und warum man sich entschieden hat, lieber entweder die Kinder zu Hause sitzen zu lassen, wo sie teilweise gar nichts lernen, oder in überfüllte Schulklassen zu setzen, wo sie sich und ihre Eltern mit einem Virus infizieren. Das ist eine Trägheit, die gefährlich ist, und das ist eine Trägheit, die grundlegend nicht zur Kultur der Digitalität passt. Unser Schulsystem guckt immer nach oben, guckt immer, was kommt von Autoritäten, was ist bestätigt, was ist planbar. Digitalität ist grundsätzlich etwas, wo man offen arbeitet, wo man Fehler macht, wo man Unfertiges zeigt, weiterentwickelt, experimentiert. Und darauf ist unser gesamtes Bildungssystem inklusive seiner Administration grundlegend nicht ausgelegt. Und da ist eine Unpassung, die wir jetzt in einer Krise ganz besonders sehen, aber die eigentlich schon seit Jahren da drin steckt. Hätten Sie sich das vorstellen können, Frau Schilly, zu sagen, wir teilen die Klasse anders auf und wir nutzen andere Räume, andere Konstellationen? Ist so eine Beweglichkeit, also es hat ja was Faszinierendes, ja. Es ist ja eigentlich auch ein Bild, das einen aus dieser Passivität rausholt, dass es nur zwei Alternativen gibt. Also entweder wir sind in der Schule oder wir sind eben nicht in der Schule. Einfach Schule anders, in anderen Konstellationen plötzlich zu denken. Jetzt mal abgesehen davon, wie man das organisiert, ist wirklich extrem schwierig, aber ist das ein Bild, mit dem Sie was anfangen können? Also ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, das zu bewerten innerhalb von 3 Minuten, das ist ja kompliziert, da müsste man nochmal mehr Rahmenbedingungen kennen. An sich mag ich eigentlich den Grundsatz, dass man sagt, okay, man denkt einfach auf neuen Wegen, sag ich jetzt mal. Also man guckt einfach, wo sind, wir haben gerade eine Situation, die ist noch nie da gewesen. Und jetzt muss man vielleicht auch schauen, was sind Wege, die noch nie da gewesen sind oder die vielleicht schon immer da waren, die man aber nie begangen ist. Das ist natürlich auch die Frage. Von dem her, ich glaube auch, dass manchmal viel am System festgeklammert wird, weil man Angst hat davor, Systeme ins Rütteln zu bringen, weil man immer quasi vor Augen hat, was ist, wenn es nicht funktioniert. Und man sucht eigentlich mehr Gründe, es nicht zu tun, als man am Ende Gründe sucht für Wandel. Das ist einfach so, man sucht immer Gründe und Ausreden, um da irgendwie konstant zu bleiben. Ich glaube, dass das ganz gefährlich ist in einer Gesellschaft, die sich stetig wandelt, die immer moderner wird. Da muss natürlich auch das Schulsystem immer moderner werden. Ich glaube, dass ganz viel Potenzial darin liegt, mehr mit Kommunen zu verknüpfen, Kommunen mehr mit einzubeziehen. Von dem her hätte ich es eigentlich eine schöne Idee gefunden. Ich mag auch einfach die Idee, quasi ganz neu zu denken und sich zu überlegen, okay, was ist eigentlich eine dritte Möglichkeit, an die noch gar niemand gedacht hat. Aber wie schon gesagt, um das System nochmal eingehend zu bewerten, müsste ich doch nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen mehr Rahmenbedingungen in Erfahrung bringen. Aber an sich finde ich es auf jeden Fall mal schön, wenn man Neues wagt und wenn man wenigstens mal die Idee anstellt. Dann finde ich es eigentlich auch immer schade, wenn solche Diskussionen im Keim erstickt werden, weil ich ganz oft glaube, selbst wenn es am Ende nicht so umgesetzt wird, allein durch die Diskussion darum und allein dadurch, dass man sich damit auseinandersetzt, gewinnt man schon ganz viel und kommt man eigentlich schon viel weiter. Von dem her finde ich es eigentlich schade, wenn moderne Konzepte von Anfang an abgelehnt werden, nur aus diesem Festklammern an alten Strukturen. Also da gebe ich Ihnen definitiv recht, Frau Weißmann. Frau Schilly, vielleicht machen wir gerade kurz mit Ihnen weiter. Vielleicht können Sie einfach mal beschreiben, Sie sind ja jetzt wirklich in einer besonderen Situation, sage ich mal. Also da steht das Abi an.
Das ist ja auch wirklich ein großer Termin, sag ich mal, im Leben von jedem von uns. Können wir uns alle noch daran erinnern, werden Sie auch irgendwann so. Und man hat das Gefühl, da hängt viel von ab. Sie sind jetzt, Sie sagen, Sie haben Glück gehabt, das funktioniert bei Ihnen ganz gut, aber Sie kriegen natürlich auch viel mit von anderen, bei denen es nicht so gut funktioniert. Wenn Sie so ein bisschen beschreiben wollen würden, also wie die Situation ist und vielleicht auch, jetzt geht ja auch wieder vieles los. Also jetzt wird doch langsam wieder geöffnet mit all den Unsicherheiten, die da sind. Es gibt aber auch diese Erschöpfung, glaube ich, bei allen, kann man sagen, diese Müdigkeit durch diese Krisensituation und diese vielen Konflikte, die damit verbunden sind. Mich würde mal interessieren, wie sehen Sie die Situation im Moment und wie beobachten Sie die anderen? In diesen Gesprächen, die ich eben zum Thema geführt habe in der letzten Zeit, gerade auch bei den Jugendlichen, war es oft ein Thema, dass wir über die sozialen Brüche gesprochen haben. Also Marina Weißmann hat gerade gesagt, es geht eigentlich nicht mehr darum, dass jemand kein Gerät hat. Das kann man natürlich auch lösen. Und trotzdem ist nicht automatisch garantiert, sagen wir mal, wen wir erreichen und wen wir nicht erreichen. Das war jedenfalls so in den Gesprächen bis jetzt immer ein großes Thema. Es würde mich interessieren, ob das bei Ihnen im Kreis auch diskutiert wird und ja, wie Sie da drauf gucken. Ja, definitiv. Also ein Tablet allein macht keinen Unterricht. Also da haben Sie schon völlig richtig gesagt, ich brauche zu Hause die richtigen Strukturen, ich brauche Internet, ich brauche Unterstützung in der Familie. Also sieht man es ganz arg, was eigentlich familiärer Hintergrund auch ausmacht. Gerade wenn ich jetzt irgendwie in einer brisanten Situation bin mit meiner Familie, dann dieser Druck quasi noch zusätzlich dazu kommt, ist gerade ganz schlimm, wo es eh so wenig andere Ausweichmöglichkeiten gibt. Von dem her sind es wahnsinnig viele Faktoren, die da am Ende mit reinspielen. Ich glaube auch, dass man da irgendwo strukturelle Benachteiligungen sehen kann. Also ganz klar, wenn sich drei Kinder ein Zimmer teilen und irgendwie niemand richtig seine Ruhe hat, man sich nicht richtig die richtige Ausrichtung leisten kann, einfach zu Hause weniger Support ist, dann ist es eine ganz andere Situation, definitiv. Und von dem her glaube ich, ist gerade einfach wahnsinnig unterschiedlich. Ich werde dann immer gefragt, ja, bewert doch mal die Situation, auf einer Skala von 1 bis 10. Und man kann es eigentlich nicht, weil es gibt gerade Schülerinnen und Schüler, die sind auf 12 und es gibt Schülerinnen und Schüler, die sind bei minus 2. Also das jetzige Problem ist eigentlich die Riesenspannweite. Es ist wirklich wahnsinnig schwer, die Leute quasi wieder aufzufangen, die jetzt irgendwo abgehängt wurden, die nicht mehr mitgekommen sind. Das ist, glaube ich, gerade ganz, ganz krass. Dazu kommt, und ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt, die Perspektivlosigkeit. Also diese Unsicherheit, wie geht's weiter? Und selbst wenn ich jetzt dieses Schuljahr schaffe, so was kommt danach? Also das sieht man jetzt gerade in unteren Klassenstufen. Also wo nehme ich denn die Motivation her, in die Schule zu gehen? Ich habe außerhalb irgendwie nichts mehr, was mir Spaß macht. Meine ganzen Freizeitangeboten, Aktivitäten mit Freunde wurde mir irgendwie genommen und Freundinnen. Und ist dann natürlich wahnsinnig schwer. Dann ist immer die Frage, wo sehe ich meine Perspektive? Also, wo möchte ich hin? Und jetzt gerade während der Pandemie ist es wahnsinnig schwer. Ich merke es in meinem Jahrgang immer mehr Schülerinnen und Schüler, die sagen, okay, mein Auslandsjahr, das kann ich eigentlich abhaken. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich jetzt überhaupt studiere gehen kann. Also, an der Uni kann man ja gerade eh kaum und dann alles nur online und vielleicht das FSJ, was ich geplant habe, funktioniert gar nicht. Also da weiß man irgendwie gar nicht so richtig, okay, wie geht's weiter, was kommt denn als nächstes? Dann natürlich auch eine untere Klasse, wenn man jetzt genau weiß, okay, wie lang dauert es eigentlich noch? Kommt immer die nächste Welle und die nächste Welle und die nächste Welle? Wann hört es denn überhaupt auf? Und ich glaube, das ist gerade auch ein Faktor, was dann der ganz arg unterschätzt wird, der natürlich aber auch dann besonders schlimm ist für die Leute, die eh schon zu Hause in einer brisanten Situation sind, definitiv. Also da kann man auch sagen, es gibt Leute, die da besser abgefangen werden, die vielleicht wissen, okay, egal was passiert, meine Eltern haben vielleicht auch genug finanzielle Mittel, um mir dann trotzdem irgendwo die Wohnung zu ermöglichen, ohne dass ich vielleicht arbeiten gehen muss oder ohne dass ich mir vielleicht Gedanken machen muss, wo könnte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Geld nebenher verdienen. Das sind ja dann weitere Faktoren. Und ich glaube, da gibt es gerade einfach eine riesige Spanne von Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen und Kindern, was eigentlich wirklich traurig ist, und wo es jetzt auch darum geht, diese Spanne tatsächlich zu vermindern, also zu schauen, okay, wie können wir eigentlich Jugendliche und Jugendliche wieder auffangen,
wo können wir denen helfen, wie können wir gezielt unterstützen. Und ich glaube, das muss durch mehr geschehen, als einfach wieder darauf zu hoffen, dass man wieder in den Präsenzunterricht kann und dann verbessert sich die Situation. Also ich glaube, dass es tatsächlich ganz wichtig ist, dass wir, also wir haben sehr stark und auch aus guten Gründen in den letzten Monaten nach den Kindern geguckt, aber wir haben oft die Jugendlichen dabei auch so ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, darauf jetzt auch wieder genauer zu gucken. Aber Frau Weißband, ich würde ganz gerne noch mal wissen, das umfassende Bild, das Sie zeichnen und der Verweis auch auf den Buchdruck und das, was es ausgelöst hat. Also der Buchdruck hat ja schon dazu geführt, dass man mehr Menschen erreicht hat, auch mehr Menschen gebildet hat. Am Ende hat er aber auch soziale Ungleichheiten in gewisser Weise auch mit befördert. Ich glaube, oder sagen wir mal, er hat sie zumindest nicht ganz aufgelöst. Und das kann natürlich auch nicht ein Bildungssystem alleine tun, das würde ich jetzt auch nicht sagen wollen. Aber das mal aufgreifen, das Bild, das Sie aufrufen von der digitalen Bildung und das im Zusammenhang mit so einem Gerechtigkeitsdenken, das glaube ich für Sie und Ihre politische Haltung ja auch ganz wichtig ist. Wie sehen Sie das? Wie kommt es zusammen? Schauen Sie, wann fallen uns Krisen am allerschwersten? Sie fallen uns dann am schwersten, wenn wir das Gefühl haben, keinerlei Kontrolle zu haben. Das ist das demütigendste und deprimierendste Gefühl. Und die Wahrheit ist, wir haben ganze Bevölkerungsschichten, die mit diesem Gefühl seit jeher sehr viel stärker leben als, ich würde behaupten, wir alle drei, die wir hier sitzen. Wir haben Jugendliche, von denen niemand irgendwas erwartet, die abgeschoben werden auf die niedrigste Schulform und die dort ihre Zeit fristen, die dort in erster Linie kontrolliert werden, da guckt man, dass nicht zu viel Gewalt passiert, nicht zu viel Vandalismus passiert und dann guckt man, dass die irgendwie irgendwas machen mit ihrem Leben und wenn sie das nicht schaffen, wenn sie keinen Beruf finden, dann kriegen sie Hartz IV, wo sie so lange Sanktionen kriegen, bis sie was machen. Wir haben Menschen, die grundsätzlich Kontrollverlust haben und in dieser Situation, in der Corona-Krise, haben wir den alle sehr, sehr stark. Aber an dieser Stelle sind die Jugendlichen natürlich mit einer der schwächsten Gruppen, weil sie auch kaum eine Stimme haben. Also das Engagement von Frau Scheli ist fantastisch und ich finde es auch wunderbar, dass sie eingeladen werden. Aber ich höre trotzdem sehr wenige SchülerInnen in der Debatte, wenn es jetzt um Talkshows geht oder um Tagesthemen oder sonst was. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass wir erstens die Jugendlichen als gesamt benachteiligte Gruppe stärker die Kontrolle geben, dann müssen wir sie stärker beteiligen an den Pandemieregeln ihrer eigenen Schulen. Sie müssen verbindlich die Corona-Regeln ihrer Schule festlegen können. Schulen haben ja einen Spielraum, der muss von den SchülerInnen gestaltet werden, nicht nur von den LehrerInnen. Zweitens müssen wir sie verbindlich beteiligen an Freizeitangeboten, Öffnungsdiskussionen und so weiter. Ich weiß nicht, wo die Corona-BürgerInnenräte sind. Ich weiß nicht, wo die Jugendparlamente sind zu diesen Themen. Aber das brauchen wir. Und was wir ganz speziell brauchen, ist die Beteiligung und das Augenmerk auf jene SchülerInnen, die auch schon vor der Krise schwächer waren und die jetzt in der Krise teilweise ganz vergessen sind und unsichtbar gemacht werden. Und da muss ich aber sagen, ich weiß, es gibt immer die Befürchtung, dass Digitalisierung Ungleichheit schafft. Ich glaube, dass das dreigliedrige Schulsystem sehr viel mehr Ungleichheit geschaffen hat und zementiert, als die Digitalisierung jemals könnte. Digitalisierung hat aber das Potenzial, eine größere Gerechtigkeit zu schaffen. Denn Digitalisierung gibt zum Beispiel SchülerInnen, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Wie froh war ich, als ich noch kein Deutsch sprach, dass ich mich zu Hause hinsetzen konnte und etwas in Ruhe schriftlich formulieren konnte, das ich sonst nur mündlich formulieren durfte. Ich habe ein Beteiligungsprojekt, wo SchülerInnen ihre Ideen auch schriftlich formulieren können und ich habe tatsächlich evaluieren können, dass sich dadurch ganz andere Leute beteiligt haben zum ersten Mal in ihrem Leben. Digitale Medien geben uns die Möglichkeit, die Erklärung von Bruchrechnungen nicht nur einmal im Frontalunterricht gehört zu haben und wenn man sie nicht verstanden hat, dann muss der Lehrer jedes Mal ungeduldiger bestimmte Sätze wiederholen, sondern sich Lehrvideos anzugucken. Und zwar nicht vielleicht morgens früh, wo der Körper noch schläft, sondern wann immer man aufnahmefähig ist und dann pausieren und dann was aufschreiben und dann nochmal gucken. Oder, wenn man nicht der audiovisuelle Typ ist, etwas zu lesen. Oder
sich etwas erklären zu lassen von jemandem, der weder in der eigenen Schule ist noch in der eigenen Kommune, vielleicht nicht mal im eigenen Teil der Welt. Wir haben so viele mehr Möglichkeiten, die wir überhaupt nicht nutzen, um Gerechtigkeit herzustellen. Und ich muss sagen, Corona war auch ein großer Verstärker von Gerechtigkeit in bestimmter Hinsicht. Ich bin als junge Mutter, vollberufstätige Frau und chronisch kranke Person in der Lage, hier teilzunehmen. Das wäre ich normalerweise nicht, wenn ich dafür nach Stuttgart fahren müsste. Ich merke, dass es mir leichter fällt, politisch zu partizipieren. Und ich kenne viele andere Menschen, gerade junge Menschen, die jetzt mehr politisch partizipieren, als sie außerhalb der Pandemie können. Weil außerhalb der Pandemie ist alles immer nur in Präsenz. Und diese Räume sind natürlich auch von ihrer Größe her beschränkt, sodass da nur bestimmte Leute eingeladen werden. Das ist nicht ganz offen, sodass spontanes Interesse sich schlechter entwickeln lässt, als wenn ich bei so einem Stream zuschalte. Also ich plädiere dafür, die Chancen auch mal zu nutzen. Ja, ich glaube, das sind wichtige Anregungen und man merkt es auch, weil jetzt im Chat ein paar Fragen einkommen, die ich auch gleich aufgreifen möchte. Ich möchte tatsächlich eins, weil ich immer das Gefühl habe, auch in Baden-Württemberg in der Öffentlichkeit ist das gar nicht so bekannt. Wir haben tatsächlich einen Corona-Bürgerrat. Baden-Württemberg hat ja mit der Staatsrätin Erler eine Person, die die Beteiligungsverfahren in Baden-Württemberg stark gestärkt hat. Und wir haben auch jetzt tatsächlich wieder ein Beteiligungsverfahren über diese Bürgerräte. Aber tatsächlich, und das finde ich, ist schon was, was wir stark ändern müssen, beginnt da die Beteiligung oft so mit 18, 19, ja, aber noch nicht vorher. Wir haben jetzt allerdings tatsächlich auch im Wahlprogramm vorgesehen, dass wir beispielsweise bei Beteiligungsverfahren ganz anderer Art, jetzt ich sag mal Stadtentwicklung zum Beispiel und Wohnen, Kinder und Jugendliche anders einbeziehen wollen. Und für mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist das in diesen Monaten auch eine unglaubliche Erfahrung nochmal gewesen, dass ich wirklich sage, dass dieser Teil von Gesellschaft nochmal anders abgekoppelt wird und dass uns das auch, dass es ein wirklicher Nachteil ist für unsere Gesellschaft. Also ich glaube, das ist auch was wir erfahren gerade. Und ich sage mal, Digitalisierung ist ja auch nicht nur für die Jungen ein Hilfsmittel, sondern auch für die Älteren kann das hilfreich sein. Und deswegen sieht man, glaube ich, dass da eine Menge Chancen sind. Ich gehe mal kurz durch den Chat und es gibt eine Frage zur Bildungspolitik der Grünen. Das würde ich ganz zum Schluss nochmal aufgreifen. Benny Hechler fragt an Elisabeth Schilly, ob sie in ihrem Umfeld wahrnimmt, dass der soziale Hintergrund bei den Teilnahmemöglichkeiten am Unterricht eine Rolle spielt, sowohl technisch gesehen als auch von den Kenntnissen her. Ich glaube, in einer gewissen Weise haben Sie schon ein bisschen beantwortet, aber ich gebe Ihnen das Wort, weil die anderen Fragen sind dann eher für Marina Weißband. Ja, ich würde sagen, von technischer Seite her ist ja mittlerweile so geregelt, also zumindest bei uns an der Schule, dass wenn man gar nicht die technischen Möglichkeiten hat, dass man an die Schule kommt, quasi in der Notbetreuung ist und dann dort den Unterricht wahrnehmen kann. Es werden ja mittlerweile auch, also es gab ja Sofortausstattungsprogramme, was dann eigentlich für die, also eigentlich für die digitalen Endgeräte gesorgt hat, obwohl ich vor kurzem auch von nochmal Jugendlichen gehört habe, wo das immer noch nicht angekommen ist. Also anscheinend war das noch nicht ganz flächendeckend. Ich glaube, dass das viel größere Problem ist, was tatsächlich im Hintergrund der Familie gerade läuft und wie man unterstützt wird von der Familie. Weil gerade jetzt, wo man kaum Möglichkeiten hat, rauszugehen, sitzt man wahnsinnig aufeinander. Vielleicht braucht man bei manchen Sachen nochmal vermehrt Hilfestellung. Vielleicht muss einem etwas nochmal erklärt werden. Vielleicht fehlt aber einem auch einfach die Motivation. Man kann sich nicht aufwachen. Und dann kann man also davon auf keinen Fall, glaube ich, unterschätzen, was für eine riesige Rolle da das Umfeld spielt, in dem man sich gerade begibt. Also ob einem da geholfen wird, ob man da quasi gestützt wird, nochmal neu motiviert wird oder ob das eigentlich einem nochmal mehr erdrückt. Und von dem her glaube ich schon, dass vor allem Jugendliche, die gerade in einer prekären familiären Situation leben, ganz große Nachteile haben. Das müssen nicht unbedingt Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien sein, sind aber relativ oft. Also es gibt einfach eine relativ große Schnittmenge. Und ich glaube, von dem her könnte man da schon drauf schließen, dass es mehr Jugendliche gibt tatsächlich mit einem vielleicht sozial schwacheren Hintergrund, wo vermehrt darunter leiden. Nicht ausschließlich tatsächlich, aber definitiv vermehrt.
Also es ist interessant, dass Sie das sagen, Frau Schiddy, weil die Jugendhäuser und Caritas-Einrichtungen, andere Einrichtungen, auch Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich dazu gesprochen habe, das auch bestätigen und sagen, es ist nicht nur eine soziale Frage, sondern Kinder und Jugendliche sind jetzt auch gerade in dieser Krisenzeit in so unterschiedlichen Situationen, dass es manchmal so ist, dass man sie nicht mehr erreicht. Also auch Lehrer erreichen sie einfach nicht mehr oder andere, also die fliegen so weg sozusagen. Das Thema Kontrolle, das Frau Weißmann vorhin gesprochen hat, ist ja oft auch sowas, wie kann man sich eben motivieren? Sie haben es gesagt, wenn der Tag nicht mehr den Rhythmus hat und so. Da ist natürlich auch diese Freiheit, die die Digitalisierung bietet. Also wann lerne ich diesen Stoff? Der ist da auch eine Herausforderung. Das ist sozusagen ein Bildungssystem, das auf Disziplinierung durch Zeitkorsett setzt und das sozusagen die Maxime ist. Für Kinder, die das, oder Jugendliche, die es nicht anders gewöhnt sind, dann auch nochmal eine andere Herausforderung sind. Und Frau Weißmann, in Ihren Thesen steht ja dieses schöne Zitat, das mir wirklich gut gefallen hat, von Göran Muus-Mehrholz: Wer gern faul auf dem Sofa rumliegt, kann mit digitalen Medien besser faul auf dem Sofa rumliegen. Wer politisch aktiv ist, kann mit digitalen Medien besser politisch aktiv sein. Also daran sieht man ja natürlich die ganze Vielfalt der Lebensformen, bildet sich da in gewisser Weise auch wieder ab. Aber dieses Motivationsthema ist tatsächlich auch eins von zwei Fragen. Sigrid Klausmann fragt, Sie, liebe Frau Weißband, welche Möglichkeiten sehen Sie, Kinder und Jugendliche zu motivieren für den digitalen Unterricht, deren Motivation sowieso schwach ist, zum Beispiel wegen sprachlicher Probleme, Sie haben es vorhin angesprochen selber, oder weil es eben zum Beispiel keinen familiären Support gibt von zu Hause? Und eine weitere Frage, die geht auch ein bisschen in die Richtung, das ist die Frage, dass diese Perspektivlosigkeit, die sich vielleicht im Moment auch teilweise zeigt, auch auf die Motivation von Schülerinnen und Schülern auswirkt, so dass sie nicht mehr mitmachen möchten. Also jetzt haben wir sozusagen, ich sag mal so, wir können das Thema ja gar nicht mehr ohne die Krise diskutieren, weil wir stecken in ihr. Und es sind vielleicht auch zwei Dinge, die damit jetzt auch zusammenhängen. Wären wir in einer anderen Situation, würden wir das anders diskutieren. Aber jetzt haben wir diese Situation. Also die Frage nach der Motivation. Dann beantworte ich das mal im Kontext der Krise. Es gibt grundsätzlich zwei Dinge, die gut funktionieren beim Motivieren zum Lernen. Das eine ist die intrinsische Neugier und das zweite ist soziale Anregung. Und wir sind als deutsches Schulsystem wahnsinnig gut und tatsächlich in allen Bundesländern intrinsische Neugier aus Jugendlichen rauszukloppen und das Ganze zu ersetzen durch Prüfungsvorbereitung. Zumindest bei vielen. Ich habe selber sehr viel Schule geschwänzt, um die Wikipedia in Ruhe lesen zu können. Aber das war auch eine Form von Motivation zu lernen. Also ich glaube, das Erste, was LehrerInnen machen, die zurzeit erfolgreich sind, ist, die setzen mehr auf projektorientiertes Lernen. Das heißt, die sagen nicht, du musst irgendeine Lehreinheit bearbeiten bis zu Zeitpunkt X, sondern die sagen, such dir ein Phänomen, meinetwegen Chemie, ja, such dir ein Phänomen im Haushalt, ein chemisches, das dich interessiert, erkunde es und mach daraus ein Lernprodukt. Also zum Beispiel dreh ein Video oder mach eine Präsentation oder schreib einen Text oder was deine Ausdrucksform ist. Aber dokumentiere den Schimmelprozess einer Banane und was da passiert, chemisch und biologisch. So, das ist ein bisschen fächerübergreifend, wie Wissen in seiner Natur ist. Das ist selbstgesteuert und es hat am Ende ein Lernprodukt, das am besten auch nicht nur vom Lehrer bewertet wird, sondern wiederum Lehrmaterial für andere SchülerInnen wird. Weil dann hat man auch noch so dieses, ich mache das nicht für den Papierkorb. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist das Soziale. Das ist natürlich jetzt sehr schwer herzustellen. Und darum kam ich ja überhaupt mit dieser Idee von festen Kleinlerngruppen während Corona, weil das natürlich pandemisch sehr viel besser zu rechtfertigen ist. So, ich lerne mit meiner Gruppe von 3 oder seien es sogar 6 Jugendliche, ist immer noch besser als 30 in einem Raum. Wir bilden ein Tandem und wir machen gemeinsam ein Lernprodukt. Und es ist diese soziale Aspekte, der mächtigste Motivator des Menschen ist. Außer ich habe eben gar keine Freunde, dann ist es wiederum, ne? Da muss man individuell gucken. Das wichtigste Dritte, und das beantwortet vielleicht so ein bisschen die zweite Frage, ne? Wie hole ich die jetzt ab, die ich verloren habe? Wir brauchen Personal dafür. Weil um dieses Abholen zu gestalten, um dieses Arbeiten zu gestalten, wir brauchten schon immer viel mehr Personal an den Schulen. Aber nach der Corona-Krise werden wir es
30 Mal mehr brauchen. Und ich verstehe nicht, ich weiß, wir haben Lehrermangel, aber ich verstehe nicht, warum Lehrer in Deutschland alles selber machen müssen. Warum müssen sie die Didaktik, die Pädagogik, die Verwaltung, die IT, die Medienkompetenzpläne, die Vertretungspläne, die Raumplanung, warum müssen alles Lehrer machen? Warum haben wir keine Verwaltungskräfte, digitalen Hausmeister, mehr Sozialpädagoginnen, mehr Schulpsychologinnen, einfach mehr Leben in der Schule, mehr Berufe, die mit diesen Kindern arbeiten, die auf Augenhöhe sind, die gucken, was ist dein Anliegen. Wir können keine Lösung für alle ausarbeiten, sondern es ist immer Beziehungsarbeit. Also das wäre so ein Plädoyer. Wir Grüne in Baden-Württemberg wollen ja auch multiprofessionale Teams stärker haben. Das wäre sozusagen auch so eine Idee zu sagen, es ist nicht immer nur die Lehrerin und der Lehrer, sondern es gibt eigentlich verschiedene Formen von Berufen an Schulen, die sich da widerspiegeln und die miteinander auch ganz andere Teams auch wiederum mit den Schülerinnen und Schülern bilden können. Das ist ja auch ein Grund, warum wir glauben, dass es richtig ist, dieses System in der Richtung aufzubrechen. Trotzdem auch eine Frage im Chat und die schließt sich da automatisch an. Frau Katrin Grix hat die Frage nach der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer gestellt. Auch die müsste ja, wenn man das ganze System anders sieht, tatsächlich auch, selbst wenn wir multiprofessionelle Teams machen, müsste die doch umgestellt werden. Und jetzt ist ja die Lehrerbildung, also ich war vor meiner Zeit als Staatssekretärin Rektorin an einer Kunstakademie. Wir haben natürlich auch Schullehrerinnen und also Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer an der Hochschule ausgebildet. Und das Thema, wie wir Lehrer ausbilden, ist ja nun wirklich eins, dass wir über Generationen immer wieder neu diskutieren, dass wir und wir haben ja auch motivierte Lehrerinnen und Lehrer am Ende und trotzdem ist doch das System, kommt immer wieder an seine Grenzen. Vielleicht erstmal Frau Weißband, wie gucken Sie auf die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern und vielleicht dann würde ich von Frau Stille gerne hören, was sie davon hält, wenn wir in Schulen ganz unterschiedliche Teams an, ja, an Berufen und Menschen zusammen hätten, die mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet. Frau Weißband. Ja, zur Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Erstens bei der Ausbildung, bei der Initialen, haben LehrerInnen immer noch die Möglichkeit, weder demokratische Elemente noch digitale Elemente in ihrer Ausbildung zu haben, wenn sie das nicht wollen. Ja. Das ist fatal. Das geht nicht an einer modernen Schule. Und die Ausbildung ist auch immer noch so, dass sie natürlich die alte Lehrerrolle auch noch tradiert, wo im Prinzip gesagt wird, du musst Autorität sein. Und Autorität zu sein bedeutet, dass du keine Fehler machst und dass du alles weißt. Denn die Schüler kommen zu dir, um dein geheiligtes Wissen zu trinken. Und das ist grundsätzlich in der Kultur der Digitalität keine Einstellung, die haltbar ist, weil das Wissen sich stark verändert und weil die Schüler an das Wissen kommen. Sie müssen es nicht lernen, sondern sie müssen lernen, wie sie es lernen. Genau, und das hat ganz viel damit zu tun, wie offen LehrerInnen ihr eigenes Nichtwissen zeigen und selber sozusagen als Vorbilder vorangehen und sagen, hey, ich weiß das nicht, schau mir zu, wie ich das rausfinde, am Modell lernen. Und das Zweite ist die LehrerInnen-Fortbildung, denn wir können ja nicht darauf warten, ne, so eine junge Generation an LehrerInnen wird das alles richten. Erstens sind es sind ganz, ganz viele super alte Lehrer, die wahnsinnig engagiert und cool sind und vorangehen. Aber was ist mit denen, die das gerade nicht können oder denen einfach das Handwerkzeug fehlt? Da müssen wir die Fortbildung umgestalten, weil die meistens immer noch so Mittwochnachmittag ist eine Fortbildung. Dann besucht man ein Seminar, dann ist das Seminar vorbei, dann ist die Fortbildung vorbei. Vielleicht erinnert man sich an etwas, meistens nicht, weil wieder, das ist nicht, wie das menschliche Gehirn lernt. Wir lernen durch Wiederholung und Anwendung. Deshalb muss auch die LehrerInnen-Fortbildung berufsbegleitend sein und sie muss ganz, ganz stark auf Netzwerken basieren. Es kann nicht immer den Experten geben in einem Thema, der LehrerInnen Dinge beibringt, sondern gerade während dieser riesigen Umstellung, Corona, Digitalisierung, gibt es LehrerInnen, die gut klarkommen, die gute Konzepte haben. Die müssen sich vernetzen mit den anderen. Akut haben LehrerInnen aber nicht mal im Lehrerzimmer oft die Zeit, sich untereinander auszutauschen, geschweige denn, dass es, mein Traum, eine deutschlandweite Plattform gäbe, auf der LehrerInnen Lehrkonzepte, Kniffe, Tricks, Erfahrungen austauschen könnten, sich gegenseitig fortbilden könnten, Barcamps, ich weiß, in Baden-Württemberg haben sie Barcamps vom Zentrum für LehrerInnenbildung und das ist fantastisch, das ist, glaube ich, ein sehr zukunftsträchtiges Format. Frau Schilly. Ja, wir vom Landesschülerbeirat
Haben auch ein paar Punkte, wo wir sagen, okay, da müsste eigentlich Lehrerentwicklung ganz anders laufen. Also wir denken eigentlich schon, es müsste schon bei der Primärstufe anfangen, als dass GrundschullehrerInnen immer noch nicht A13 bekommen und auch noch nicht die gleiche Ausbildungszeit haben, ist für mich etwas, was nicht geht. Also da muss die gleiche Ausbildungszeit her und da muss der gleiche Verdienst her. Das ist für uns einer der Punkte, wo wir sagen, das muss eigentlich wirklich angegangen werden. Das geht immer noch nicht. Dann haben wir schon lange mehr Stunden für Verbindungslehrer gefordert. Tatsächlich muss nämlich, also meiner Meinung nach, Schulen nicht nur digitaler werden, sondern auch demokratischer. Also wir sehen es ja jetzt ganz krass, Demokratieerziehung, einer der Punkte, wo immer wichtiger wird. Man sieht immer mehr Tendenzen hin zum Extremismus. Dann fragt man sich immer, was, also da, wo man es ja eigentlich mitkriegen wird an der Schule, da, wo halt eigentlich Demokratieerziehung und Demokratiebildung losgehen sollte, dass da quasi nicht nochmal viel mehr Ressourcen dafür aufgewendet werden, nochmal mehr Zeit. Durch neue Oberstufenreform zum Beispiel wird auch nochmal eine Stunde Gemeinschaftskunde weggekürzt. Im Schnitt fanden wir eigentlich auch unverantwortlich, weil am Ende müssen eigentlich alle Schülerinnen und Schüler, die aus der Schule rausgehen, müssen mündige Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sein. Also nur ein Teil davon wird am Ende tatsächlich Biologe oder Mathematiker oder Musiker oder Germanist oder Germanistin. Aber am Ende sind alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Und da finde ich halt Demokratieerziehung. Da muss noch viel mehr Augenmerk draufgelegt werden. Dann multiprofessionelle Teams, Sie haben es schon angesprochen, finden wir tatsächlich ein schönes Konzept. Wir glauben auch, es kann eigentlich nicht sein, dass am Ende der Physiklehrer oder die Physiklehrerin das Ganze managt, wie jetzt Digitalisierung an der Schule vorangeht, der dann plötzlich für die Wartung zuständig ist und für die Administration und überhaupt für alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat. Also da haben Sie auf jeden Fall schon für uns ein wichtiger Punkt angesprochen. Und das sind eigentlich so für uns die zentralen Punkte, wo wir sagen, okay, da muss bald was passieren und da müssen wir wirklich die Qualität verbessern, weil da sind wir einfach noch hinten dran. Also Frau Schilling, das ist natürlich, also das, was Sie zur Demokratiebildung gesagt haben, kann man ehrlicherweise besser überhaupt gar nicht sagen. Also ich glaube, das ist wirklich für uns alle als Gesellschaft ein unglaublich wichtiges Thema. Und es ist ja immer wieder so, wenn man da drauf guckt, dass man sich wundert, warum es doch so schwierig ist, das immer wieder voranzubringen mit den unterschiedlichen Mitteln. Wir haben ja jetzt die Landeszentrale für politische Bildung in der letzten Legislaturperiode stark gestärkt, die auch viel mit den Schulen zusammenarbeitet. Aber es ist natürlich, und ich finde immer auch außerschulische Bildung einen wichtigen Aspekt. Also ich finde auch nicht nur Schule muss Bildung leisten, ja, sondern unsere Gesellschaft ist ja weit aufgestellt und wir müssen auch alles andere nutzen, um Bildung attraktiv und vielfältig zu machen, weil meine Erfahrung auch ist, gerade wenn man auch soziale Probleme oder auch persönliche Probleme hat, kann man manchmal auch in der Schulklassengemeinschaft nicht unbedingt so gut lernen und kann in einer anderen Gruppe von Menschen besser lernen. Und diese Möglichkeiten sollte man auch haben. Trotzdem, die Basis muss in der Schule gelernt werden und gelehrt werden. Und da gehört die Demokratiebildung sicherlich ganz stark dazu. Frau Weißband, bei den ganzen Konzepten, die Sie vorschlagen, auch mit den kleinen Gruppen, höre ich aber doch raus. Und das, glaube ich, ist auch nur noch mal wichtig, auch zu betonen, dass Sie ja nicht sagen, digitale Bildung bedeutet, sie findet allein am Computer statt, sondern das Zusammenkommen in Gruppen, das haben Sie ja, ich wollte es nur noch mal, weil das ja auch jetzt immer wieder gerade ein Thema ist, wie wichtig ist das Miteinander lernen und das Kommunizieren. Einerseits ist das digitale Medium zum Kommunizieren, andererseits braucht es diese Begegnung. Und das wollte ich nur noch mal, ich glaube, das ist noch mal wichtig. Und es gibt noch mal eine Nachfrage von Herrn Mebrato, der vorhin auch schon mal gefragt hat, ob die Datenschutzrichtlinien uns bei der digitalen Bildung und der Digitalisierung im Moment aufhalten, ob das ein Hinderungsgrund ist. Und da passt vielleicht sozusagen auf der analogen Ebene die Frage von Helga Kaiser, ob es nicht immer wieder die Haftungsfragen sind, die uns daran hindern, die Räume so zu nutzen. Ich finde, es hängt ein bisschen miteinander zusammen, ja, weil es die Frage ist, wie unsere Bürokratie unser Leben beherrscht in einer gewissen Weise und es dann tatsächlich auch manchmal unmöglich macht, gute kreative Ideen, egal ob im Netz oder im realen Leben, einfach mal umzusetzen. Ja, das stimmt. Bürokratie ist nicht unbedingt unser Freund immer, aber es sind nicht wirklich die Datenschutzrichtlinien. Also erstmal volle Zustimmung. Bildung ist immer Beziehungsarbeit.
Im Gegenteil, ich will ja mehr Personal an Schulen und ich möchte eine stärkere Vernetzung, nicht nur von der Klasse, sondern zwischen den verschiedenen Klassen und zwischen Schule und Kommune. Also ich finde diese Aspekte eher wichtig. Datenschutz wird oft vorgeschoben. Also ja, es stimmt, wir haben ein Datenschutzchaos bei den Plattformen, mit denen Schulen jetzt lernen dürfen oder nicht lernen dürfen. Und es gibt wenig pragmatische Vorschläge, damit umzugehen. Es gibt Also die 16 verschiedenen Bundesländer haben das auf 16-fach verschiedene Weise reguliert. Und es gibt Bundesländer, die machen es relativ unkompliziert für Schulen, neue Software zu benutzen. Es gibt Länder, die machen es sehr kompliziert und sehr chaotisch für Schulen. Aber das lässt sich alles regeln. Datenschutz ist nicht das Problem. Ich finde es sogar wichtig, dass wir Kindern beibringen, dass sie souverän mit ihren Daten umgehen. Sie sollen ja auch souverän mit ihren Handlungen umgehen können. Und ich kann das Beispiel bringen, ich arbeite ja selber, ich entwickle Software und ich mache ganz praktisch ein SchülerInnenbeteiligungsprojekt, das genau Frau Schillys Forderung nach mehr demokratischer Erziehung an Schulen erfüllen soll. Das Projekt Aula, www.aula.de, schamlose Selbstwerbung. Das haben wir ganz stark auch in Bavü, da bekommen wir ganz viel Unterstützung aus dem Zentrum für LehrerInnenfortbildung. Und da gehe ich mit einer Software an Schulen, weil das Software gestützt ist, aber es ist trotzdem ein soziales Projekt und alle SchülerInnen dürfen sich verbindlich beteiligen. Und natürlich war das Thema Datenschutz für uns, wir mussten das beackern, ja, wir müssen Auftragsverarbeitungsverträge abschließen, wir müssen technische und organisatorische Maßnahmen definieren und den SchülerInnen alles transparent darbringen, aber das können wir erfüllen. Und das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist die Kultur dahinter, dass man also, dass die LehrerInnen dann da sitzen und sagen, ja, aber die daddeln doch eh schon den ganzen Tag auf ihren Smartphones, müssen die das auch noch im Unterricht machen? Oder dass sie sagen, ja, aber was ist, wenn sie dann irgendwas beschließen, was wir nicht wollen? Das ist eher so die, ich habe heute den Satz gelesen, die urdeutsche Angst vor Störungen im Betriebsablauf. Also etwas, das ich nicht planen und vorhersehen kann. Und davor habe ich Angst. Und wie wir dem begegnen können, ist nicht weniger Datenschutz, sondern wie wir dem begegnen können, ist mehr Beziehungsarbeit mit den LehrerInnen, die völlig zu Recht und verständlich manchmal belastet sind von ihrem Arbeitsalltag und dem Stress, den der Beruf mit sich bringt, dass eine Nation ihre Erwartungen auf ihnen ablädt. Und mit ihnen arbeiten, wie sie sich vielleicht weniger Stress damit machen, wenn sie etwas nicht genau planen können, sondern wie sie besser reagieren können auf Situationen. Ja, ich glaube übrigens, dass das eine ganz gute Beobachtung ist mit den Störungen im System und dass tatsächlich vielleicht, also ich bin immer zögerlich, über Mentalitäten zu sprechen, weil ich das, wer ist noch Deutsch in Deutschland? Also ich finde immer so ein bisschen schwierig, aber ich sage mal, unsere Struktur ist so ein bisschen angelegt, dass die Dinge einfach funktionieren. Und dass sie irgendwie laufen, so, und dass alles, was da nicht so läuft, das bringt uns gleich in Chaos. Und wir merken das jetzt im Moment auch gerade, was das mit uns macht. Also haben wir eigentlich eine kreative Kraft auch, um mit dieser Krisensituation umzugehen, oder wollen wir nur, dass ganz schnell alles wieder unter Kontrolle ist? Und insofern, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, gibt es da auf einer gewissen Ebene sogar so ein paar Ähnlichkeiten zu einer Digitalisierung, die uns natürlich einfach noch ganz andere Möglichkeiten gibt, uns auszuprobieren. Und auch Schule eben und Bildung ganz anders zu denken. Wir sind schon ziemlich in der Zeit, aber ich würde gern ein Stichwort noch aufgreifen, beziehungsweise es kommt noch eins von Katrin Grix, das nehme ich jetzt vorne dran und vergesse meins vielleicht dann zum Schluss, nämlich das Thema, und das finde ich auch nochmal wichtig, Inklusion und Digitalisierung. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, das wirklich selten angesprochen wird. Aber vermutlich gibt es ja auch, was Sie vorhin so skizziert haben, Frau Weißmann, wie so eine Situation aussehen kann, zum Beispiel mit jemand, der vielleicht ein Sprachdefizit hat oder eine Sprache nicht gut kann oder ein Rechendefizit und das nochmal sich Zeit nehmen kann. Ich habe das schon auch so ein bisschen verstanden, dass das auch in die Richtung geht, dass Digitalisierung gerade auch für Inklusion wirklich eine Chance ist. Ist das richtig? Ja, definitiv. Also man muss es halt richtig machen. Man muss die Software so anlegen, dass sie barrierefrei ist. Das kostet Geld. Dieses Geld ist in der öffentlichen Softwareentwicklung nicht da. Da müssen wir noch mal ganz klar ran, wie Softwareentwicklung gefördert wird, gerade wenn sie für Schulen ist, damit nicht immer nur die großen Unternehmen sich da reinfuchsen, sondern damit wir offene Software haben aus öffentlicher Hand, die barrierefrei ist, die gut bedienbar ist und die Dinge multimedial wiedergeben kann. Und auch Haptik und Digitalisierung sind kein Widerspruch.
Ich bin es jetzt so ein bisschen ab, weil wir haben, könnten noch ewig, ich habe noch ganz viel auf der Liste stehen, was mich interessieren würde, aber darüber können wir auch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, können wir uns ja wieder zusammensetzen und vielleicht, wenn diese Erfahrung vorbei ist, die wir gerade machen und nochmal drauf gucken, was nehmen wir davon mit und was nicht. Vielleicht zum Abschluss nochmal an beide die Frage. Also Frau Weißmann, wenn ich das lese, was Sie schreiben und wenn ich Ihnen zuhöre, dann würde ich bei jedem Punkt einen Haken dahinter machen und sagen, das ist richtig. Und dann zähle ich am Ende auf dem Zettel die Haken zusammen und denke, um Gottes Willen, wie sollen wir das hinkriegen? Und das ist sozusagen die Frage danach, dieser Kraftakt, der es sein kann, aber vielleicht gar nicht sein muss, weil man vielleicht auch nicht denken muss, da ist ein ganzes System, das ich auf einmal umdrehen muss, sondern weil man vielleicht denken kann, okay, in jeder einzelnen Entscheidung gehe ich ein bisschen in eine andere Richtung und dadurch fängt alles an, sich zu bewegen. Aber vielleicht funktioniert es so nicht. Also brauchen wir den einen großen Kraftakt, ja, der jetzt entscheidet und der sagt so, und jetzt nehmen wir alle Energie zusammen, um das hinzukriegen und stellen alles um. Oder ist auch das ein fluider Prozess, bei dem man nur sagen muss, Leute, wir können jetzt einfach schon längstens nicht mehr stehen bleiben und wir müssen ihn entschiedener gehen. Wenn Sie sich's aussuchen könnten, was würden Sie sagen, was würden Sie der Politik, in der Sie ja auch stecken, in einer gewissen Weise, was würden Sie uns sagen in Baden-Württemberg, machen Sie es so oder machen Sie es so? Meine Erfahrung ist, wenn man in der Bildung an den kleinen Schrauben dreht, dann kriegt man unendlich viel Widerstand und Hass und Empörung. Und wenn man an den großen Schrauben dreht, dann kriegt man unendlich viel Widerstand und Hass und Empörung. Und dann lohnt es sich mehr, an den großen Schrauben zu drehen. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Frau Schilling, wenn Sie das hören, ich habe ja das Gefühl, dass Sie auch eine gewisse Sympathie dafür haben, Bildung anders zu denken. Hätten Sie Lust, in einer anderen Form von Bildungssystem, ich meine, wir lernen ja alle weiter, das wäre das Thema gewesen, was jetzt auch noch fehlt, das lebenslange Lernen, das ja einfach kommt. Wir sind ja nicht niemals ausgelernt und es wird ja sowieso weitergehen und wir müssen sowieso diese Strukturen auch ganz neu denken. Auch berufsbegleitend anders zu lernen. Aber wenn Sie sich das anhören, sehen Sie eine Chance, dass wir das schaffen können, die großen Räder zu drehen? Ja, also ich so pessimistisch möchte ich jetzt auch nicht sein. Also definitiv sehe ich da die Chance, dass man die großen Räder gedreht bekommt, erfahrungsgemäß, aber nicht durch einen großen Kraftakt. Ich glaube nicht, dass es möglich wäre. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, die Schäden, die man dabei riskieren wird, weil einfach doch viele auch immer noch an dem System hängen und zu sagen, okay, man wälzt es jetzt mit Gewalt um. Und jetzt kommt dieser eine Kraftakt, da darf man jetzt auch wirklich nicht unterschätzen. Also Corona wird jetzt immer als der große Umbruch und Aufbruch gewertet. Tatsächlich, wie viele aus der Normalität wieder zurück möchten, darf man eigentlich auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, das wird mehr Opfer irgendwie mit sich bringen, zu sagen, okay, man nimmt das Schulsystem und dann tut man das gewaltsam umwälzen. Und ich glaube, das kann einfach nur ein Prozess sein, als ist der einzige Weg, wie man ankommt. Was natürlich wahnsinnig wichtig ist, sind große Impulse. Also, was nicht funktioniert, ist zu sagen, okay, weiterhin tun wir das nur so am Rande behandeln und Bildung ist zwar wichtig, aber so viel Geld dann doch nicht investieren. Ich glaube, so kann es nicht weitergehen. Also, man braucht viele Impulse. Und ich glaube, wenn große Impulse sind, also das hat man jetzt gesehen, am Ende kann man auch irgendwo Corona als einen Impuls sehen, dass man gesagt hat, okay, hier braucht man Digitalisierung. Und dann wird tatsächlich, hat man sich jetzt auch endlich mal mit Digitalisierung beschäftigt. Und ich glaube, so muss es einfach weitergehen. Und ich glaube, das muss auch ganz viel von der Gesellschaft kommen. Also es ist ganz schwer. Ich glaube, Frau Weißmann, Sie haben es sicher selber schon mitgekriegt. Es ist ganz schwer, vielleicht als einzelne Person irgendwas gewaltsam drehen zu wollen und irgendwo allein zu kämpfen. Ich glaube, es funktioniert nur mit einer großen Masse hin und dran, mit einer großen Bereitschaft in der Bevölkerung, mit einer großen Sensibilisierung. Das müssen Themen sein, die einfach an die breite Masse gebracht werden müssen und die im öffentlichen Diskurs stehen müssen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Grundlage für diesen Weg, die Grundlage für diesen Prozess, zu sagen, okay, das ist kein Prozess mehr, der nur in der Politik bleiben darf. Das muss ein Prozess sein, der die ganze Öffentlichkeit ergreift. Die Jugend müssen mit eingebunden werden, genauso aber auch die ältere Generation. Das ist wirklich ein generationenübergreifendes, ein Problem, was eigentlich die ganze Gesellschaft erfassen muss, egal woher man kommt, wie alt man ist.
wo man bis jetzt gelebt hat, was für eine Religion man hat. Das muss einfach allumfassend werden. Ich glaube, das muss eigentlich so unser Ziel sein. Von dem her ganz schön, dass wir hier schon mal den Talk gemacht haben und vielleicht eine kleine Grundlage gelegt haben, um nochmal die Ja. Öffentlichkeit zu finden. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich habe ja schon gesagt, ich würde mich total freuen, wenn wir das fortsetzen können, das Gespräch. Und ich will tatsächlich ist jetzt einfach die Zeit wahnsinnig schnell rumgegangen. Es gab ganz am Anfang eine Frage von Frau Appenzeller zu der Frage des Stellenwert der Bildung bei den Grünen, und ich möchte den Abend eigentlich jetzt nicht parteipolitisch beenden. Deswegen würde ich Ihnen das, vielleicht können Sie mir eine Mail schreiben, Frau Appenzeller, und ich schreibe Ihnen dazu schriftlich, weil ich das jetzt nicht so möchte jetzt das, ich finde, das ist ein Thema, das jetzt so stehen soll. Was ich aber sagen möchte, ist, dass es für mich und für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in der Partei und Fraktion darüber rede, wichtig ist, dass wir große runde Tische bilden zum Thema Bildung, in denen wir diese Themen einfach umfassend diskutieren. Und das glaube ich schon, dass wir das Bildungsverständnis, und Frau Weißmann, Sie haben es ganz groß aufgemacht, und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. Es ist einfach eine neue Art von Bildung, die wir brauchen für die Zukunft. Und wir müssen dieses sehr, sehr starre deutsche Bildungssystem wirklich in eine andere Dynamik bringen. Und das heißt, wir müssen andere Leute einbeziehen, die darüber diskutieren, aber wir brauchen auch andere Leute, die an Schulen auch Praxis vermitteln. Ich habe, Frau Weißmann, Sie haben es am Anfang gesagt, das ist für mich so ein Musterbeispiel, warum wir Sprachunterricht nicht von Muttersprachlern bekommen. Ja, warum jemand, der wie ich in Stuttgart zur Schule gegangen ist, schwäbisches Englisch lernen muss, ist vollkommen unerklärlich. Ja, aber ist natürlich so, weil warum sollten Englischlehrer, das gibt natürlich auch gute und schlechte, aber warum sind es nicht einfach Muttersprachler, die unsere Sprachen lernen? Weil unser Lehrsystem so ist, dass das so nicht vorgesehen ist, weil die nicht Verbeamtete und so. Und dann denke ich manchmal, das kann irgendwie nicht sein. Das ist was unser System, wir blockieren uns sozusagen selber. Und deswegen glaube ich ganz stark dran, auch gerade bei den gesellschaftlichen Fragen, die da sind, und andere mehr. Wir brauchen andere Leute an den Schulen, auch andere Lebensbilder für Schülerinnen und Schüler, die sie auf ihrem Bildungsweg sehen. Das ist nicht immer nur so sein, das Bild Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Konfrontation mit anderen Berufsbildern, mit an anderen Menschen, Lebenserfahrungen. Und das ist, glaube ich, was wir ganz, ganz stark voranbringen müssen und was wir auch voranbringen wollen. Und damit, glaube ich, würde schon sehr, sehr viel in Bewegung geraten. Aber die Aufgabe, die sie stellt, ist wirklich groß und ich glaube, absolut notwendig. Sie wird sich lohnen und wir müssen sie dringend jetzt schnell angehen. Und Frau Schilly, Sie haben was Wichtiges gesagt. Corona ist so eine Situation. Man merkt, es gibt jetzt diejenigen, die sich zurücksehnen nach der Sicherheit des davor. Und es gibt natürlich auch die, die sagen, kommt, jetzt ist es schon mal in Bewegung, lasst uns weiterdrehen, dieses Rad. Und es wird die große Frage sein, wie es danach funktioniert und wie wir weitermachen. Und vielleicht gelingt es uns, darüber im Gespräch zu bleiben. Ich möchte mich jedenfalls ganz herzlich bedanken für einen späten Freitagabend-Talk mit Ihnen und euch. Liebe Marina Weißband, liebe Elisabeth Schilly, ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz, ganz herzlichen Dank für ein tolles Gespräch heute Abend. Und auch bald. Und Danke. natürlich viel Spaß im Publikum. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.